Wir sind heute an diesem verregneten Wintertag für euch an den Hariksee in Niedergrüchten gefahren. Das Inselschlösschen am Hariksee wurde 1891 als kleine Villa für Bartholomäus Roßbach errichtet, der damalige Besitzer von Haus Klee in Waldniel. Das Inselschlösschen wurde ursprünglich für Jagdgesellschaften und Feste genutzt. Die touristische Erschließung des Hariksee als Ausflugs- und Naherholungsgebiet begann bereits in den frühen 1920er Jahren. Seitdem ist das Inselschlösschen am Hariksee als Ausflugsrestaurant bekannt. Neben dem Schlösschen befindet sich heute ein Restaurant-Pavillon. Ein guter Plan. Zunächst Kaffee und Kuchen oder eine deftige Mahlzeit und danach ab in die Natur an den Hariksee. Der Hariksee befindet sich am Niederrhein. Er liegt zwischen Schwalmtal und Niedergrüchten und ist ein Naherholungsgebiet der Region Mittlerer Niederrhein. Der Hariksee hat eine Wasserfläche von ca. 20 Hektar und ein Alter von ca. 8000 bis 12000 Jahren. Auch ein längerer Aufenthalt ist möglich. Am See gibt es komfortable Wochenendhäuser, die langfristig angemietet werden können. Außerdem gibt es eine Minigolfanlage und einen Kiosk. Auf dem Hariksee können Sie Ruderboot, Tretboot und Elektroboot fahren. Mit einem größeren Motorboot sind selbst Gruppenfahrten möglich. Wer lieber spazieren möchte, der nutzt den 3,5 Kilometer langen Rundweg A5. Der Rundweg bietet wunderschöne Ausblicke auf den See. Bei Regenwetter und Umwegen durch den Wald empfiehlt sich festes Schuhwerk.